Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Das wunderbare Buch von Nossat Pezeşkian, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird im März. Und heute lese ich eine Geschichte, die heißt Das passende Gebet. Und ich hoffe, dass ich die Namen richtig ausspreche. Es sind nämlich Namen aus der Bahá'í-Religion. Abdu'l-Bahá, der Sohn Bahá'u'lláhs, des Begründers der Bahá'í-Religion, war auf einer Reise von einer Familie zum Essen eingeladen worden. Die Frau meinte es besonders gut und wollte ihre ganze Kochkunst unter Beweis stellen. Als sie die Speisen auftrug, entschuldigte sie sich aber dafür, dass das Essen angebrannt sei. Sie habe nämlich während des Kochens Gebete gelesen, in der Hoffnung, dass das Mahl dadurch besonders gut gelingen werde. Abdu'l-Bahá antwortete mit einem freundlichen Lächeln: Es ist gut, dass du betest. Nimm aber doch in der Küche nächstes Mal das Kochbuch. Diese Geschichte macht die enge Verflechtung von Religion und täglichem Leben deutlich, die ein gläubiger Angehöriger einer Religion empfindet. Sie nimmt Bezug auf die Unterscheidung zwischen religiös-weltanschaulichen und alltäglichen Aufgaben und eignet sich dafür, auf religiöse Einseitigkeiten und Ekklesiogene in der Auseinandersetzung mit kirchlichen Moralvorschriften entstandene seelische Störungen hinzuweisen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag ohne seelische Störungen oder wenn, dann immer mit einer Erkenntnis, mit einem kleinen Schritt in Richtung Lösung und wenn es nur der kleinstmöglichste Schritt wäre, den ihr auf die Lösung hinzugehen könnt. Und freue mich drauf, wenn wir uns morgen wiedersehen bei einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei.